We interrupt this program to bring you a special news. Hallo Facebook, YouTube, Cloud Guerilla, Lappen und alle, die mir zuschauen mögen. Hallo zusammen. Heute geht es um meinen Tank, um den Griffin Tank von Geekwave. Den habe ich mir selber gekauft. Interessant an dem Tank ist, der hat einen riesen Velocity Prinzip oder Velocity Style Deck, wo man Tröpfelcoils drauf verbauen kann. Ihr werdet es dann gleich sehen. Es gab zwar ein bisschen Probleme beim Verbauen, aber am Schluss hat es dann doch noch geklappt. Mit dieser großen Coil, also ist eigentlich eine Tröpfelcoil, die ich da drauf verbaut habe. Wie der Tank aussieht innen drin, wie ich ihn gewickelt habe, wie ich ihn mit Watte bestückt habe und so weiter, könnt ihr hier sehen. Also, gucken wir ihn an, den Griffin-Tank von Geekwave. Kommt eine Verpackung daher. War natürlich schon offen. Ihr bekommt als erstes den Verdampfer, ein Ersatzglas dazu, das gefällt schon mal, und jede Menge O-Ringe hier in dem Tütchen, also für alles hat es einen O-Ring, und für die Tanksektion, wo jetzt durchsichtige O-Ringe drin sind, hat es noch schwarze und grüne drin. Ihr habt hier einen Adapter für einen 510er Trip-Tip dann drauf zu stecken. Und ihr habt noch Ersatzschrauben drin für die Coils zu befestigen auf der Base, 4 Stück davon und einen Imbusschlüssel. Also das mit den Ersatzteilen und so gefällt schon mal, also O-Ringe müsst ihr da keine selber suchen, das ist gut. Den Tankverdampfer selber können wir mal ein bisschen näher nehmen, der sieht dann so aus. Hat hier einen verstellbaren Pluspol. Ob das eine Seriennummer ist, weiß ich nicht. Designed and manufactured by Geekwave. Geekwave, Entschuldigung, Geekwave heißen die. Hat einen 510er. Oh nein, stimmt jetzt eben nicht. Hat ein spezielles Trip-Tip hier oben. Das hat eine spezielle Öffnung, das ist 12,7 mm hier der Durchmesser von dem Teil. Ich habe jetzt noch nicht viel gefunden in meiner Sammlung, das da drauf gepasst hätte. Von daher müsst ihr euch dann wahrscheinlich mit diesem Trip-Tip hier begnügen oder ihr meldet euch bei Hans, wie gewohnt. Hier unten haben wir die AFC. Könnt ihr ziemlich aufmachen, die Geschichte. Das gefällt, das sollte eigentlich gut Luft ziehen dann. Der hat ein Topfill-System, dazu könnt ihr hier oben den Ring abdrehen. Liquid von hier oben einschütten, ihr seht, riesige Löcher. Und das Coole ist noch, ihr könnt dazu hier unten dann einfach festhalten und den drehen. Und dann könnt ihr euch, man sieht es vielleicht schon, die Löcher, die dann zur Base, zur Wicklung gehen, könnt ihr euch dann hier unten zudrehen, wie ihr den hinbekommen. So. Sieht man es? Nimmt sie auf und dreht ein bisschen weiter oder in die andere Richtung. So. Und dann sind sie zu. Dann könnt ihr da von oben volle Pulle reindrücken und es sollte euch dann nichts irgendwie hier innen durch rauslaufen. Unten in die AFC. Das gefällt auch. Die Bohrung hier vom Loch muss ich kurz mal eben messen. Ich das hinbekomme so vom Kamin. Der sollte so um die 6 mm haben. Das ist jetzt nicht wenig, aber jetzt auch nicht gerade massig viel. Ist sowas irgendwo zwischendrin, finde ich. Um den Tank weiter zu zerlegen, müssen wir hier oben drehen.
Und dann kommt hier dieser Teil auch schon weg. Und dann sehen wir schon in die Base hier. Wenn wir die noch weiter zerlegen wollten, ich muss das eben kurz mit einem Stück Papier machen, weil ich es so gut angezogen habe vorhin. Jawohl. Sieht das dann so aus. Das sind jetzt hier die O-Ringe, die sind jetzt aus durchsichtig, die könntet ihr noch durch schwarz oder durch grün ersetzen, wenn ihr möchtet. Hier ist auch noch ein O-Ring, der dann zu der Verdampferkammer hin abschließt. Okay. Das ist die Hülse, die dann über eure Base kommt. Die hat schon einen riesigen Durchmesser außen hier. Von 17. Lasst uns mal eben die Base anschauen. Zoome ich noch ein wenig mehr ran. Und wie ihr seht, ist das ein Velocity-Prinzip mit riesigen Löchern für einen Tankverdampfer. Und die versprechen eigentlich, dass das das größte Deck sei bis jetzt, wo man was drauf verbauen kann. Und ich habe schon was Großes drauf verbaut. Mal gucken, ob ich das nächst Größere vielleicht auch dann jetzt noch drauf bringe. Ihr seht auch, die Liquid-Kanäle, die sind riesig. Diesen Ring hier oben, den sollte man auch abdrehen können. Heute ist alles ein wenig glitschig. Ist irgendwie nicht. So. Dann könnt ihr den wegnehmen, Watte platzieren, so drüben machen wieder und anziehen. Also man kann ihn einfach auch drauf lassen und die Watte dann sonst platzieren. Werden wir dann sehen, wenn ich ihn wickle, ob ich das mache oder nicht. Ich denke eher nein. Weil im Augenblick bringe ich den Ring nicht drauf. Gerade. Fummel, fummel, fummel. So. Das hier wäre dann übrigens auch noch hier unten der andere O-Ring. Also das Glas wird gepresst drauf auf die O-Ringe, somit sollte da wirklich nichts raussiffen. Könnt ihr auch andere verwenden, wenn ihr welche habt. Hauptsache, die drücken dann das Glas genug zusammen. Das nur so nebenbei. Okay, wieder zurück zu der Base. Also die ist riesig. Und ich denke, ich werde jetzt da mal was draufschmeißen. Dazu muss ich aber kurz einen Wickelsockel holen. So, Wickelsockel geholt. Schau, so, ein bisschen rauszoomen. Schauen wir den mal drauf. Dann den Imbusschlüssel. Schon mal die Postholes aufmachen. Weil werden wir die ganze Größe brauchen, oder ziemlich fast. Weil das Ziel ist jetzt drauf zu verbauen eine Staggered Fused Clapton Coil mit 50er Seele und 12er Außendraht. Und das mit 5 Windungen auf 3 mm. So. Gucken, ob wir das hinbekommen. Das sind die Coils. Einmal unten, einmal oben durch. Ganz randrücken.
ziehen. Dann brauche ich die Wickelhilfe schon. Steck die durch. Richte mir schon ein wenig die Keul aus, wie die dann ungefähr platziert sein sollte. Dann ziehen wir hier auf der Gegenseite an. Der Imbusschlüssel kann jetzt nicht sehr viel, wie ihr seht, er hat sich schon in sich selber verdreht. Ich muss mal eben checken, ob ich irgendwo einen besseren finde. Also das mit den Imbusschlüsseln, ich sage nur so viel, da gibt es wirklich extremste Unterschiede, was die Qualität angeht, was ihr da teilweise mitgeliefert bekommt. Von grottenschlecht bis wirklich gut, gibt es da eigentlich fast alles. Ich will da noch ein wenig weiter zurück mit der Keul. Fällt mir noch nicht ganz so, wie es da ist. Lösen. So. Muss man eben kurz so kontrollieren. Entschuldigung, wenn ich dann sonst wieder zwischendurch aus der Kamera fahre. Das sollte ungefähr so hinhauen, wie gedacht. Okay. Okay, Keul sitzt fest. Dann schneiden wir die gleich mal ab. So, die erste hat schon drauf gepasst. Machen wir gleich die zweite rein. So. Auf eine Seite wieder andrücken, anziehen. Die Schraube ist schon am Limit da. Okay, sollte das so halten. Dann wieder mit der Wickelhilfe. Ziehe ich wieder hier dran. Kontrollieren. Ungefähr dann dahin kommt, wo es soll. Sollte so passen. So, 0,08 Ohm. Jetzt die noch so abschneiden hier. Auch unbedingt einen neuen Seitenschneider.
Der will es nicht, ne? Ist auch ein Kackdraht zum Durchschneiden. Gleich wieder da. Also ich musste kurz schneiden und die Sache hinter der Kamera erledigen. Es hat mir noch eine Imbusschraube gekillt. Also der Imbusschlüssel, der dabei ist, der ist nicht so zu empfehlen. Unterdessen ist jetzt die Keule drauf. Ich konnte auch die Drähte abschneiden. Alles gut. Manchmal klappt es halt nicht vor der Kamera, manchmal klappt es. Habe jetzt 0,06 Ohm. Wie gesagt, ein Staggered Fused Clapton Coil ist drauf mit 2x 0,50er V4A Seele und 0,12er V4A außenrum. Glühen soll es auch gleichmäßig. Sehen tut ihr das jetzt wahrscheinlich nicht sehr gut da mit einem Akku. Aber glaubt es mir mal. Jetzt mache ich noch eben kurz Watte rein. Wird jetzt hier auch wieder dasselbe machen wie beim letzten Mal mit der Kokendo. Sodass sich das dann eher so fast von selber abdichtet. Werde mir jetzt auch Mühe geben, nicht mehr ein ganzes Pad für die Sache zu verschwenden. Machen. Nicht ziehen. Weitermachen. Seitenschneider, weil lass mich das mal kurz mit der Schere probieren, mit der großen. Das könnte auch klappen. Einfach mal bündig abschneiden hier. Und auf der Seite auch. Jetzt mal die Watte schon raus, weil die auch nicht super schneidet. Ah, ich brauche neues Schneidwerkzeug. Anyway, dann aufpuscheln und dann da so ein wenig davon die Lücke. Auch hier das Gleiche. Dann auch genug hier auf der Seite. Stört mich jetzt. Das muss weg.
Das Ganze. So, genug gefummelt. Zeit zum Zumachen. Ring drüber. Bisschen aufräumen innen drin. Sollte eigentlich passen. Glas drauf, Verschlusskap oben drauf schrauben, das Ganze gut anziehen. Dann, wie gesagt, unten, ne, könnt ihr jetzt hier drehen und dann könnt ihr euch die AFC, das AFC, die Liquid Control natürlich hier auf und zu machen. Ich mache sie jetzt mal zu. Drücken wir Liquid rein. Viel reingeht, kann ich euch nicht sagen, aber ich denke so um die 4 Milliliter sicher. Vielleicht sind es auch nur 3,5. Deckel oben drauf. Tipp rein. Sauber machen. AFC. Nein, Airflow natürlich aufmachen. Dampfen und Fazit sagen dann. So, Fazit zum Griff in den Tank nach dem Kampf. Habt es gesehen, ne? Dieses Mal hat es nicht so geklappt mit ganz allem vor der Kamera. Sorry dafür, kann nicht immer klappen. Aber ich denke, das Wichtigste hat man gesehen von dem Teil, dass der wirklich ein riesengroßes Deck hat, wo ihr Zeugs wirklich drauf verbauen könnt, wie auf einen Tröpfler. Was mir auch gefallen hat, dass man hier einfach die AFC drehen kann. Das ist eigentlich viel einfacher, als ich das vorhin noch im Video gemurkst habe, da einfach drehen.
und dann passt das. Auf, weiter drehen, zu und so weiter. Beim Befüllen, das ist also kein Ding. Genug rein geht auch. Ersatzteile sind auch massig dabei. Dass ich da jetzt die beiden Imbusschrauben abgemurkst habe, liegt auch ein bisschen daran, dass die schon gelitten haben mit 3 oder 4 Coils, die da vorher schon drauf waren. Und der Imbusschlüssel, der dabei ist, ja, okay, der hat sich halt selber verdreht, ihr habt es gesehen. Ja, sind halt auch ein bisschen spezielle Coils. Guckt halt selber, dass ihr mal eine richtige gute Imbusschlüssel euch zulegt. Oder die guten dann halt aufbewahrt von den anderen, die ihr schon habt. Was mich mir nicht ganz erschließt, ist die Geschichte, dass da oben jetzt so ein 12, irgendwas Bohrung oder fast 13 mm Bohrung ist und dann der Kamin mit dem anderen Durchmesser und dass man halt keinen Drip-Tip drauf machen kann sonst von den großen. Habe ich nichts gefunden in meiner Sammlung, außer dann halt mit dem 15er Adapter, weil es wird schon ein bisschen warm dann, wenn man den ein bisschen an so ans Limit drückt hier. Es geht, da laufen jetzt 105 Watt drauf, es würde, denke ich, noch mehr gehen. Aber Coil schmeckt mir jetzt so am besten eigentlich. Aber das mit der Temperatur könnte da, wird ein bisschen warm am Mund. Nicht schlimm, aber man merkt halt, es geht was. Ich finde den Tank gut, wie gesagt, schon nur von dem Deck, das ich da drauf habe, was ich da drauf verbauen kann. Velocity finde ich sowieso eine gute Idee. Also im Großen und Ganzen wieder Daumen hoch für das Teil. Ich denke, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier. War für mich ein guter Kauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Cool.